Some money. Clearly I'm rich as fuck. How much do I have? Oh Gott. Wie viel Geld lachen da? 25 Cent waren es, glaube ich, nicht, oder? 82 nehmen wir mal. 82 Cent. I wish. Okay, psychic girl. Let me show you what's actually... Das war falsch, okay. Okay, Max. Study every item carefully and don't forget anything. 3, 4, 5, 6, 7. Also 7 Zigaretten. Und was haben wir da? 25 Cent sind's. Wenn ich das richtig sehe. 1 Cent, 5 Cent und Quarter Dollar. Also ein Quarter gleich 25 Cent. 1 Cent, 5 sind 6. Und Quarter Dollar sind 25, 6, 25, 6. Ja, 25 Cent müssten das sein, ne? Hi, Patrick, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. So, da kann sich das vielleicht einer merken irgendwie. 21.09.2013 und 10.34 Uhr am Morgen, falls wir da mal gefragt werden. Schauen wir mal. Wir spulen das nochmal zurück und probieren es nochmal. Okay, Max. Zigaretten. Das waren 7. Seven cigarettes. A superpower that'll... Amazing. Something... Parking-Ticket hatten sie auch gehabt, ne? Das war das, glaube ich, ne? Ich mache es mal das Geld. Some money. Clearly I'm rich as fuck. How much do I have? 25 Cent waren das. 25 Cent. You lose. Hä? Okay, psychic girl. Hä? Ich schnall das nicht. Es sind doch 25 Cent gewesen, oder nicht? Oder? Okay, Max. Study every item carefully and don't forget anything. Es sind doch 25... Ach, one quarter... Quarter Dollar ist gleich 25 Cent. Ja. 5 Cent Coin und 1 Cent Coin. So, 5 und 1 sind 6 plus 5... Ja gut, okay, das stimmt ja dann nicht. Hat es ja 31 Cent, wenn ich das richtig rechne. Also nochmal von vorne. Moment. Moment. Wir schauen nochmal eben aufs Parkticket. 21.09.2013, 10.34 Uhr. Okay. Wir kriegen das hin. Okay. So, Zigaretten. I'm pretty sure you have six. Yes, you know. Das waren 7. 7 cigarettes. A superpower that allows you to count. Amazing. So, money. So, clearly I'm rich as 86, ja, 82 und 25 hatten wir, müssen es ja 86 sein. Wenn dann. 86 cents. That's right. Living large in Arcadia Bay. So, that was cool. Show me more. Parking-Ticket fehlt noch. A parking-Ticket. You know me well. But what is the exact time I was busted? 10.34 Uhr war das, ne? 10.34 a.m. Booyah! Max can tell time! Even a broken clock is right twice a day. Whatever the hell that means. Und die Schlüssel. Your car keys. Duh! Way too easy! I need details! Describe my keychain. Panda Keychain. A cute robot panda keychain. Not bad, Super Max. Sehr schön. Amazeballs. I literally just got chills all over my neck. You have powers. I'll take that crap off the table, Chloe. Sure, Mom. How's the food, Max? Better than I remembered. Very good save. Man, I'm hungry like the wolf. Clearly. I'm freaking out about what just happened. You have to show me more. Something way cooler so I will believe you without any doubt. I will predict the future. No way.
Now, pay attention to everything that happens in the next few moments, so you can dazzle Chloe with your mad power. Oops. Did you break another cup? Really? No refill for you. Shh. Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? Was denn jetzt? You're a dick. Don't slap me, bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. I'm going to predict four events that will happen in the next 30 seconds or so. Joyce drops her plate. Joyce drops her plate and the truckers make fun of her. So what happens next? The cops ring the alarm. The cop gets an emergency alert on his radio and he quickly exits the diner. Well, let's just see how this goes down. Just enter, fighters Joyce beans them and Joyce stops them. Joyce care. Ich glaube das erste müsste sein. Justin and Trevor fight and Joyce beats them. Yes, you still need to tell me one more event, Max. Dann schauen wir mal, ob das richtig war. Oops. That is so wrong. Did you break another cup? Really? Hä? No. Ach ja, das war ja nicht das Tablett, das war ja... I'm going to predict. Joyce grabs a plate, drops glass, cops from the glass. Trevor drops his glass and Justin makes fun of him. So what happens next? Das stimmt auch nicht, das war auch falsch, glaube ich. The cop gets an emergency. Well, let's just... Yes, you still... Drops his glass? Das ist, glaube ich, falsch, oder? That is Did so you wrong. Break another... Hä? Ich schnall das gerade irgendwie nicht. I'm going to predict. Cops drops his... A crop drops his glass. A trucker drops his mug. Ja, genau. The trucker drops his mug and Joyce rips him a new one. So, what happens next? And he answer... And he eats a donut and his partner leaves. And he answer... Alert on cops on radio and leaves. The cop gets an emergency alert on his radio and he quickly exits the diner. Nein, das war falsch. Justin and Trevor. Das war auch falsch. Das erste müsste jetzt eigentlich stimmen. Theoretischerweise. Aber das zweite, glaube ich, stimmt nicht. Oops. Did you break another cup? Really? No refill for you. Shh. Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You're a I think dick. Not, slap Max. Me, bitch. Take your... Seht ihr, das stimmt nämlich schon nicht. Take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You're a I think dick. Not, slap Max. Me, bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. You are really whiffing this. Okay. Schauen wir nochmal, dass wir es nochmal vernünftig hinbekommen. Also, Trucker drops his mug. The trucker drops his mug. So, what happens next? And he answer. The cop gets an emergency alert on his radio and he answers it. Well, let's just see how this goes down. Justin and Trevor fight and Joyce beats them. Yes, you still need... Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt richtig ist. Wie sie winkt. Hallo. Oops. Dude, did you right. break another cup? Really? No refill for you. Shh. Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You're a I think dick. Not, slap Max. Me, bitch. Das glaube ich ja jetzt nicht, ey. I'm going to predict. The truck... So.
And he eats donut and his partner leaves. A lad on cop's radio and he leaves. He answers and... The cop gets an emergency alert on his radio and his partner in the car leaves without him. Well, let's just see how this goes down. Das glaube ich ist auch falsch. Trust of Sam. Justin and Trevor are fighting and Joyce breaks it up. Yes, you still need to tell me. Hallo. Prost zusammen. Oops. Did you break another cup? Really? No refill for you. Shh. Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You're a dick. Oh, so cool. Bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. That is wild. Ich glaube, das war richtig, oder? Oder irre ich mich da jetzt? Oder? This is sure the hell better than that other garbage. I think our jukebox is headed for Davy Jones's locker. So, what are you waiting for? Now I should rewind and tell Chloe everything that just happened. Ah, okay, wir müssen alles. Ah, okay, wir haben komplett noch nicht alles gehört gehabt, deswegen ging das noch nicht. Aber die ersten waren jetzt richtig gewesen. I'm going to. So. Das erste war drops his Mac. So, what happens next? Dann war gewesen, his partner leaves, genau. The cop gets in. Well, dann, let's just see how this goes down. Joyce stops him. Justin and Trevor are fighting and Joyce breaks it up. This is getting good. Can't wait to see what happens. Und dann jukebox goes crazy. And the fly lands on it as a butterfly lands on it. As a trucker plays a new song. Das ist falsch. As a fly lands on it, as a butterfly lands on it. The jukebox goes crazy as a cockroach crawls on it. Pretty bizarro, Max. But let's see if everything happens like you said. Schauen wir mal. Did you break another cup? Oh, really? Go, Mom. No refill for you. Shh. Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You called it. He's off to go bust some skaters. You're a dick. Don't slap me, bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. Trevor and Justin must be in love. You predicted a cockroach on the jukebox? I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. This isn't a toy, Chloe. I do have to be careful how I use it. Screw that! Of course it's a toy. The best toy ever. You can bang anyone with no strings attached, rewind time, and boom! It's like it never happened. Grow up. Maybe you made a move on me and I would never know. Yes, that's what I did. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. I don't have time. You did not just say that. Check out your nose. Too much blow? Hey, are you okay? Too much excitement. See what happens when we hook up again? Then, let's go to one of my secret lairs and fully test your power. You need a sidekick to guide you. Okay, girl wonder. Show me the way to Chloe's cave. Okay, sie wollen es jetzt gerne ausprobieren, komplett mal richtig so. Chloe finally believes me. And I wonder what kind of crazy shit she has in mind now. Okay, Supergirl, let's go to my secret place. Don't even answer. We have places to go and what to do. Come on, before Mom starts some more shit, let's bail. It's Kate Marsh from Blackwell. Big whoop. You don't call me once in 5 years and now you're all over some biatch you see every day at school? I see how you roll. So go ahead, chat up Kate Marsh from Blackwell. I've got other people to hang out with too. Sollen wir drangehen? Sollen wir nicht drangehen? Es ist Kate. Oder gehen wir lieber mit ihr mit jetzt gleich sofort und rufen dann Kate später an? Ich würde sagen, wir rufen sie nicht an oder gehen nicht dran. Na. Later, Mom. Bye, Joyce.
Und das hat alles Auswirkungen. Freedom! I feel bad about Kate. She'll survive you not taking that one call. Now follow me, young Squire Max, so we can seriously tap your power and rule the world. Sie fühlt sich jetzt halt schlecht, dass sie nicht ans Telefon gegangen ist, für Kate da war. I hope Kate doesn't get upset I didn't answer. But I could rewind and answer her. Der Typ ist mir, wie gesagt, nicht ganz geheuer, so wie ich es jetzt gerade schon wieder gesehen habe. Wir werden sehen. Und ihr merkt wahrscheinlich auch, wir haben noch keine Pause gemacht in der Let's Play Live Show heute. Und, weil ich total wieder gefesselt bin vom Spiel. Oh, Secret Place. Wait up, Speed. Dude, this is gonna be so cool. Slow down. Wait for me to get your present. You can just back time up. We'll have to test you now to make sure. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back, and she's also supersized. We don't know for how long. Exactly why it's time to have fun. Okay, da zieht sich Chloe mal wieder zurück. An diesen Ort. David might be a douche, but you did steal his gun. Is everybody armed in Arcadia Bay now? Only the ones who shouldn't be. Like Step Dildo. Until now. I'm not in the revolution yet, Che. You are the revolution, Max. So we should figure out how to best use and abuse your power with a test. Drink? Yuck. You are so cute. You haven't changed a bit. Okay, let's do this. Can you find 5 bottles while I prep the shooting range? Beer and guns? Nice combo. You can handle it. Now go find us 5 bottles, pretty please. Okay, wir müssen 5 Flaschen finden, die wir jetzt hier erstmal suchen müssen. Oh, gross. So disturbing to see old syringes on the ground. Oh mein Gott. So, wo finden wir denn Carbrack? All this rusted metal makes me feel serene. Am I morbid or just goth? Die Frage ist, wo finden wir hier 5 Flaschen? This looks like a graffiti museum for Chloe and Rachel. Ui. I bet I can find out more about Rachel here. Sie hat die Vermutung, dass sie hier mehr über Rachel findet. It kinda hurts. I can't see Chloe playing with makeup. Rachel songs. I wonder if Chloe would ever make me a mixtape. They really were besties. Aha, die waren ja. Rachel und Chloe waren ja echt beste Freunde gewesen und sie wollte aber nicht drüber sprechen. So, eine Flasche haben wir schon mal gefunden. Das ist schon mal super. Blue bottle number one. 4 more to go. 4 weitere Flaschen. Also sind die Flaschen also grün? Ich glaube nicht, dass sie hier sind, oder? Nope, I don't want to go there. Ja, ist ja gut. Dann gehen wir doch mal. Hallo Franzi, willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und willkommen zu Life is Strange Episode 2. Wir sind schon ein wenig weiter vorangeschritten. Und ich bin immer noch fasziniert. Wir haben auch noch gar keine Pause gemacht heute. Haben schon voll und ganz durchgezogen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir es heute schaffen werden. Mit Life is Strange, der zweiten Episode. Oh, poor thing. Poor thing. They left you here all alone. Aber Puppe ist verbrannt. Sie wurde hier allein gelassen. Und wir müssen jetzt 4 Flaschen für Chloe finden. I wonder how many generations of fashion went through that washing machine. Da ist wieder eine Flasche. Da haben wir schon 2. 3 bottles left. 3 Flaschen noch. I wonder if Chloe thinks about her father when she looks at all these smashed up cars.
Entschuldigung, ich musste mal kurz niesen, deswegen habe ich mein Mikrofon kurz gemutet. Ich hoffe, es ist wieder... Ja, es ist wieder an. Und im Hintergrund fahren die Züge. That looks exactly like the same dough from my tornado vision. Lol. That dough is the perfect photo op. Können wir davon ein Foto machen? Geht's nachher mit Inge? Ja, Franzi, nachher geht's weiter mit Inge. Hey, bleib stehen. Hey. Nachher geht's weiter mit Inge. Um 22 Uhr spielen wir wieder The Evil Within weiter. Im Übrigen, Folge 1 ist schon auf YouTube zu finden, von gestern. Auch im schönen Full HD. I always feel like the forest is whispering to me. Like Arcadia Bay is trying to tell me something. I just have to figure out the message. Ihr werdet alle Folgen von The Evil Within sowie auch Life is Strange nochmal auf YouTube finden. Wie gesagt, das DLC von The Evil Within Folge 1 ist schon auf YouTube gelandet. Wird jetzt jeden Tag released, eine Folge um 19 Uhr circa auf meinen Channel. Und ja, mit den schönen Bildern machen wir eine klitzekleine Pepe und Pupo Pause, Chipsol Pause, Trinkol Pause und Braucher Pause, wie auch immer. Und dann spielen wir gleich weiter bei Life is Strange Episode 2. Ja, jetzt haben wir uns eine Pipi Pause reglich verdient. Wir haben lange gespielt und ihr solltet auf keinen Fall abschalten, denn gleich geht's weiter. Also bis gleich. Ja, willkommen zurück zu Life is Strange Episode 2. Ich weiß gar nicht, warum jetzt gerade das Spiel pausiert ist. Keine Ahnung warum, aber wir spielen weiter. Müssen noch Flaschen finden. Drei weitere. Where to find bottles. Genau. Was wollte ich sagen? Ja, es sind heute nicht so viele Zuschauer da. Es mag daran liegen, weil das Spiel, wie gesagt, leider auf Englisch ist. Trotzdem versuche ich es, so gut es geht, zu übersetzen ein wenig. Wie gesagt, meine Englischkenntnisse sind jetzt nicht, boah, war weltberühmt, sag ich mal. Aber ich finde es trotzdem ein faszinierendes Spiel. Es macht eine Menge Spaß, die ganze Geschichte hier zu erleben von Max. Und finden wir hier vielleicht noch eine Flasche? Ich glaube nicht, ne, oder? Ich glaube eher nicht, dass wir hier eine Flasche finden. Schauen wir mal, von hier lag glaube ich auch nichts mehr, ne? Oder? Ne, hier liegt auch keine Flasche. Prost zusammen im Übrigen. Oh, ein Eichhörnchen lief da gerade. Oh, wie süß. So, wo finden wir denn jetzt doch die anderen drei Flaschen? Außer die oben rechts im Bildschirm sitzt. Da im Bus vielleicht. Müssen wir mal schauen, wie wir da... Ist aber auch alles so... Okay, da kommen wir wieder zurück. Da geht's, glaube ich, nicht weiter. Nope, I don't want to go there. Ja, ist ja gut. Ich weiß. Ich weiß. Alles ist gut, alles ist schön. Okay, hier liegt keine Flasche. Da oben ist ein Bottle. Da. Nein! Oh, Mist!